Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu einem alten Klassiker der Bahnwirtschaftsplatzung. Und zwar handelt es sich hierbei um Sid Meier's Railroads. Dies ist ein kleines Vorhandsbuch im Spiel. Sie gezeigt wird, ist halt nicht das richtige Spiel. Aber es soll halt danach machen, dieses Spiel einfach zu spielen. Mit den Zügen, mit den Zügen, wie es auch wirklich im Spiel drin gibt. Das war unser Vorintro und wir sagen jetzt sogar nicht lange und fangen direkt an. Und zwar auf der ersten Karte, die halt immer hier präsentiert wird. Und zwar ist es der Südwesten der USA. Hier gibt es so diverse Aufgaben, die man schon kann. Die konnte ich noch gut durchlesen. Dann Schwierigkeit, Grab, ja, ziemlich in der Mitte, nehmen wir den. Dann Schwierigkeit, Anti-Züge einmal durch oder muss einer auf den anderen warten. KI-Gegner, die man draufkocht, kann ich sagen, von Anfang an nehmen wir erstmal gar keinen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Die Ladebildschirme sind so gerne mal Hinweise für Dinge, die man halt dort im Spiel steigern kann. Das würde ich schon überleben. Dann können wir mal schauen, wie das Ganze halt entwickelt. Okay, müssen gleich da sein. Hier ist so ein Einführungsfeld. Es ist das Jahr 1859. Zwei Ereignisse haben kürzlich das Gesicht der Vereinigten Staaten für immer verändert. Zum einen hat Kalifornien der wachsenden Nationen angeschlossen, die sich jetzt von Ozean zu Ozean erstrecken. Außerdem wurde in diesen neuen Gebieten Gold gefunden. Gelegenheit an Deutschland wegen und all jenen, die bereit waren, sich dem Raum zu stellen. Ja, also. Hier, also vier mögliche Startorte. Ich kann auch Leute die erwähnen. In der Bishop wäre einer. Los Angeles und San Diego, meines Wissens nach. Ja, das sind mögliche Startorte. Und dann wollen wir auch mal schauen. Hier sehen wir auch gerade. Lieferungen von Flagstaff, Phoenix und Las Vegas. Okay, also die drei Städte müssen wir gerade anbinden. Und Anlagen Gold. Dafür haben wir 19 Jahre Zeit, bis das Jahr der Erfüllung sein muss. Und dann kommt das nächste. Es kommt auch mal vor, dass man erst irgendwie die zweite oder dritte abgeschlossen hat,
Und erst dann das erste. Das habe ich auch oft genug gesehen. Ja, also hier kann man drei Dinge sehen. Einmal Angebot. War, ist da, dass man halt von A nach B bringen. Oder soll man aus der Stadt in eine andere Stadt bringen. Dann die Nachfrage, was möchte der Ort gerne haben und fragen, was muss sie denn hiervon mit was bekommen? Also Wohnung, Kost, Nahrungsmittel und Öl. Meine Öl habe ich gerade irgendwo hier gesehen. Ah, okay, der in, ja. Ölpumpe, der hat auch was. Ja, dann würde ich sagen, im Gleis, da geht hier unten mit, Linie verlegen. Dann sieht man, wie viel kostet es, wie viel muss man für Ausschüttungen bezahlen, für Gebäude nach durch die Gegend irgendwie schieben und halt die Steigerung. Reicht drauf, beginne ich zu. Dann hier im Bogenplaner. Jetzt kann man Ort hier wählen an und dann drückt man hier auf die Waggons entscheiden, die man gerne hinten dran haben will. Nimmt dann ein Zielort, dann entweder hier mit entfernen oder wieder einfach hier auf entfernen. Dann kann man ja diverse Dinge auch wieder anhängen und mitnehmen. Da allerdings die Ölproduktion nichts von denen mehr annimmt, brauchen wir auch nichts. Nichts mehr. Ja. Und man kann auch zum Beispiel dann zu ändern, zum Beispiel von Glen Grasshopper, weil North ist in America. Das auf jeden Fall. Irgendwann werden wir uns am Anfang mit dem beginnen. Wahrscheinlich aber, wir haben Glück, wir können mit der Fusion North America beginnen. Na, wie gesagt, okay. Dann werden wir den ersten gekauft. Auch die Aktien. Man kaufen und verkaufen dann wird interessant, wenn man ja, andere Unternehmen gerne aufrufen möchte. Also wir hätten die erste Route. Müssen wir schauen, dass wir auch die Industriegüter loswerden. Phoenix Flags, Las Vegas. In meiner gleichen Karte im Spiel weiß ich ungefähr, wo es ist. Hier ist Vegas, hier oben muss Flags das sein. Ja. Und hier ist Phoenix. Sind wir in großen Ortschaften. Und ich würde einfach mal vorschlagen, nehmen wir ein zweites Gleis, hiermit. Legen wir mal nach Washington. Üben aus Vieh oder Getreide Lebensmittel. Das wirkt schon mal nicht schlecht. Und Abnehmer bis grün gehen. Aber ich würde sagen, ja, ich glaube, wir bekommen ein Wachsen. Vielleicht kommen wir mal irgendwie so kleinere Events. Vielleicht gehen wir damit durch. Und hier kann man dann halt eben einen Wagen bauen. Der Bürgermeister von San Diego wirbt Eisenbahn an. Im Sinne von 8 Waggons Öl. Und Geschwindigkeitsrekord bringt man nicht ganz genau, was er bringt. Und bringt eigentlich alles Öl her. Gut zu wissen. Das kann man erleben, muss man aber nicht. Aber es gibt eine nette kleine Belohnung, von daher würde ich gerne schon mal auch annehmen. Wenn man KI spielt, sollte man natürlich auch, dass man sich die Aktien wieder zurückholt. Jetzt hier im Singleplayer, sondern auch ohne irgendeinen KI-Gegner. Würde eigentlich egal sein. Ich habe die Ver Geil. Das kann jetzt aber auch nur mir passieren. Dann holen wir mal Öl. Und die fahren es nach hier hinten. Ich würde schon gerne da das Geld früher haben.
Dann wir wollen wir uns nicht ausruhen. Wir versuchen wieder weiter zu expandieren. Und hier wollen wir wieder ein bisschen Geld. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja. Also, erst derzeit ein bisschen pleite, aber daraus werden wir schon wieder rauskommen. So, eine Stoffbahn. Wie viel Geld hast du schon gemacht? Profit 133. Ja. Ja, du. Wird auch ausreichend produziert. Also er kippt sich hoch. 10 Meilen die Runde, das ist glaube ich nicht die Welt. Oh, es geht sogar noch herunter. Das dürfte interessant sein. Ja, also ich würde jetzt einfach dann hier das, zumindest das Öl hier liefern. Um am Ende eine Karte zu bekommen, dann wieder der Kram nach dem Magen gebracht. Werde ich mal da oben hin, nach San Diego. Ich werde nämlich Industriegüter weg haben. Den bringt schließlich gut Geld. Wie viel Geld war es? Ja, Öl ist halt eine Geldquelle. Gold ist sozusagen so ein Spezialgüter, das es nicht unbedingt auf jeder Karte gibt. Auf den einen ist Waffen, auf den anderen ist es Immobilien. Und hier ist es Gold. Also da gibt es so ein paar Dinge, die sind so ein bisschen speziell auf den Blick. Und diese Patente, die man steigern kann, 25% die uns auf verderbliche Ware, also wie viel dann Lebensmittel. Und so schaltet man natürlich auch noch die Zügigkeit mit 2,6 und dem Mugum. Leider haben wir gerade kein Geld. Das würde ich auch überlegen, ob ich mir das hier nicht hole. Okay. Es kann nicht schaden, sowas zu besitzen. Behaupte ich einfach mal. Geld. Mehr Geld für Industriegüter. Das gefällt mir. Mehr Geld ist immer gut. Dahin wartet ein Kollege. Dann gehe ich dir gleich mal leisten, dass du dann nicht mehr in die Umgebung fahren kannst. Würde ich auch sagen, hängen wir noch einen Gleis nach Los Angeles hinein. Und schlecht, wenn auch kommt so ein Bahnhof. Ja, man kann auch die Zeit schnell laufen lassen. Doppelte Geschwindigkeit. Halbe. Okay, damit haben wir ein Geld bekommen. Du fährst mit dem Öl nach hier unten hin und lässt es auch dort. Da warten wir nochmal. Mal bis zur nächsten Folge. In diese Schuhe vorbei. Und damit sehen wir uns das nächste Mal bei diesem kleinen Klassik. Ja. Namens Sid Meis Rainbows. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.